Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Sie haben im Vorspann gesehen, die Welt, also die Tageszeitung, Wochenzeitung, Wochenendzeitung, die Welt beschäftigt sich mit einem Herrn und die CDU geht auf Distanz. Und diesen Herrn haben wir heute im Interview, Tim Schnittger. Tim, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Gerne. Tim, die Welt schreibt also Folgendes: Die CDU und das besetzte Deutschland. Partei distanziert sich von Demoaufruf. Was ist denn passiert? Ja, ich habe, wie wir wissen, leben wir gerade in einer Krisenzeit, Energiekrise. Die Öl, alles Gas ist hoch und trifft die Wirtschaft, trifft die Familien und unser Land, unsere ganze Nation. Und dazu habe ich eben einen Aufruf gestartet am 3. Oktober in Eisenach unter dem Motto, wir sind eine Nation. Und das hat anscheinend der CDU nicht gepasst. Und das Videoformat war so gestaltet, dass ich verschiedenste Krisen, die wir auch in den letzten Jahren nicht gelöst haben, also Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, was alles so reinspielt und diese Spaltung des Landes rein gemündet hat, ja, habe ich eben kritisiert mit diesem Video und das hat nicht gut Anklang gefunden. Nun muss man ja sagen, Probleme und Herausforderungen kann man nur lösen, wenn man wirklich dahin geht und schaut, Moment, was muss denn geändert werden? Und hier sieht man ja eines, wir haben den Eindruck, wir hatten ja diese Debatte im Bundestag zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz, die haben sich beide angegriffen. Der eine wurde von der einen Seite gelobt, der andere von der anderen Seite. Man hat gesagt, Herr Scholz, wie man ihn noch nie emotional erlebt hat. Friedrich Merz war ja für viele der Hoffnungsträger, dass er gesagt hat, Moment, wir bewegen uns wieder Mitte rechts. Das ist ja nichts Verwerfliches. Aber Friedrich Merz sagte im Bundestag, er hat da die Bundestagsabgeordnete Beatrice von Storch angegriffen, gehen Sie zum Parlamentsarzt und wenn Sie denken, Sie können dieses Land spalten und die Menschen letztlich auf die Straße bringen, ja, wer spaltet denn bitte eigentlich das Land? Das ist es ja. Also der AfD muss sich hier in Schutz nehmen, war ja noch nie in der Regierungsverantwortung gewesen. Also sie hat ja diese Krise in dem Sinne nicht verursacht. Das war die CDU und ich kann mir auch vorstellen, gerade deswegen, weil sie die Probleme mit verursacht hat, schämt sie sich auch, die jetzt offen anzusprechen oder eben auch einen Protest zu starten. Ich kann das nur mit Scham erklären und deswegen auch der Angriff dann eben auf mich. Aber es ist grundlegend falsch, da die AfD für zu kritisieren. Nun muss man sagen, wenn ein Angriff erfolgt, weiß man ja in aller Regel, man hat ins Schwarze getroffen. Und in dem Fall stimmt es ja sogar bei der Partei. Ja. Ne? Tim, lass uns, bevor wir zu dem Video kommen, wenn wir viele junge Leute hören und sprechen, sagen die, also so schlimm ist doch das gar nicht alles. Liegt es daran, dass sie noch A, nicht wissen, wie es ist, wenn sie für sich selber sorgen müssen? Das heißt also, wenn sie ein Einkommen haben aus einer Beschäftigung und dann sagen, Moment, ich muss die Miete zahlen, ich muss die Energiekosten bezahlen, Strom und Heizung, aber ich muss auch beim Einkaufen, beim Tanken merke ich auch, dass es vorne und hinten nicht mehr reicht. Ist es für viele Leute noch gar nicht bewusst, dass wir sagen, wir sind in einer Situation, die wirklich desaströs und am Abgrund ist? Ja, diese Stimmung, würde ich sagen, ist in den letzten Tagen jetzt einfach gekippt, weil man merkt ja, dass es jetzt schon wieder kalt wird, es wird nass, die Heizperiode beginnt und die Rechnungen wurden und werden ja jetzt noch gerade verteilt. Und in dem Sinne wird dann auch das Geschrei leider noch größer werden in die Richtung. Und mehr Menschen werden das dann auch kritisieren. Du hast in deinem Video ein paar Dinge angesprochen. Es geht auch darum, dass wir natürlich jetzt mal sehen müssen, die Welt hat geschrieben, die Wahrheit bleibt zuerst auf der Strecke. Am Wochenende jetzt, vergangenes Wochenende. Und Propaganda von beiden Seiten. Wir erleben einen schrecklichen Krieg, der auf beiden Seiten Opfer erfordert. Tim, ist es da nicht notwendig, dass eine Partei, die das Christliche im Signet hat, also die CDU und die CSU, dass die sagen, Moment, wir müssen mal Verhandlungen führen auf Waffenstillstand und Frieden. Ist es nicht zwingend notwendig, mal zu sagen, Moment, dieser Krieg muss beendet werden? Natürlich, das ist richtig. Und ich meine, das sagen ja auch, wurde ja auch immer gesagt, wir sollen aus unserer Geschichte lernen und uns daran erinnern. Und gerade jetzt auch, Deutschland hatte auch nur die Wiedervereinigung bekommen, weil wir eben im Dialog standen mit Russland als auch mit Amerika. Und ich finde, da sollten wir auch wieder diese Vermittlerrolle einnehmen. Und das ist auch die Pflicht einer CDU, weil Waffenlieferungen,
Es mangelt ja nicht an Waffen, sondern es mangelt einfach an Dialog. Und Waffen verhindern einfach nur den Krieg. Und dann letzten Endes sitzen alle trotzdem am Verhandlungstisch. Wir gehen gleich dazu über oder mit Angehörigen, die auch nach dem Krieg eben nach Rache trachten werden. Das gilt verhindern. Ja, wir erleben ja, dass ein Anton Hofreiter von den Grünen sagt, je mehr Waffen wir liefern, desto eher ist der Krieg, der Konflikt beendet. Diese Logik erschließt sich mir nicht. Nö. Dann noch schlimmer finde ich die Aussage von Frau Baerbock, die am liebsten Russland ja auf niemand hochgehen möchte oder die Bayern Grund etwas Außenpolitikerin, weil das ist ja in dem Sinne, egal ob Sanktionen oder Waffenlieferungen, wieder dieses Prinzip des Versailler Vertrags, würde ich das jetzt mal gleichsetzen. Und gerade wir sollten daraus gelernt haben, wenn jemand unterdrückt wird und an den Rand getrieben wird, dass dann wieder was Schlimmes passieren kann. Man sollte nicht die Saat sehen, die dann mal zur Welt aufkeimen kann. Gerade wenn Putin dann weg ist und man weiß ja nicht, was nach Putin kommt. Ja, man weiß auch nicht, was das weg bedeutet. Und wenn man Joe Biden, den amerikanischen Präsidenten, am Wochenende gehört hat, der gesagt hat, Herr Putin, ich warne Sie vor dem Einsatz von Atomwaffen, dann ist es eine wie eine Zentrifuge. Das heißt also, die verbalen Auseinandersetzungen, die kriegerischen Auseinandersetzungen nehmen laufend zu. Und über eins muss man sich im Klaren sein, die Leidtragenden sind die Menschen, die überhaupt nichts dafür können. Und hier ist dringend Waffenstillstand und ein Friedensgespräch geboten. Tim, gestatte mir, wenn wir vor 2 Jahren uns unterhalten hätten, hätte gesagt, wir hätten ein Interview geführt und du sagst, wir müssen die Bundeswehr aufrüsten. Europa braucht Panzer, Leopard, Gepard, Schützenpanzer. Wir brauchen schwere Waffen. Ich mache das absichtlich in diesem Ton. Das hat mal ein Verrückter gemacht, von 33 bis 45. Aber was wäre dir widerfahren? Da hätten doch die Menschen gesagt, mein Gott, das ist doch ein Militarist. Der Mann, der gehört doch irgendwo, da passt doch was nicht. Wenn du vor 2 Jahren gesagt hast, aufrüst Militär, Rheinmetall, Krauss, Maffei, du wärst doch gesteinigt worden. Natürlich, und vor allem hat es ja auch immer Auswirkungen, weil wir haben immer auch eine Verantwortung mit unseren Nachbarn und übernächsten Nachbarn und so weiter. Und deswegen finde ich eine Aufrüstungsrhetorik in dem Sinne immer falsch. Wenn wir es heute sagen, wenn wir sagen, wir sind für Waffenstillstand und Frieden und für Gespräche, werden wir mit dem Vokabular Querdenker und Rechtspopulisten beschimpft. Und das ist etwas, da muss man sich Gesteinigt. wirklich sagen, wo ist bei vielen Menschen der Verstand geblieben? Aber wenn wir jetzt den Thüringer Vorsitzenden, der Vorsitzende der thüringischen CDU, Raimund Walk, der sagte, hat in unserer Partei nichts verloren, sagt die CDU. Ja, erkennst du irgendetwas, was du gesagt hast, was nicht belastbar wäre, was nicht, wo man sagt, na, kontrolliert's doch mal, lasst uns doch mal mit den Themen auseinandersetzen. Erkennst du da irgendetwas, wo du einfach sagst, das würde ich aber revidieren, das würde ich nicht mehr so letztlich verlautbaren lassen? Also zu entschuldigen gibt es gar nichts. Ich stehe da zu jedem Satz da, wie er gesagt worden ist in dem Video. Und ich habe doch nur Tatsachen ausgesprochen gehabt. Ich meine, diese Energie, wir können ja gerade gegen diese Energiekrise nichts machen. Wir haben Sanktionen beschlossen, okay. So, jetzt ist aber die Inflation dadurch hochgegangen. Was machen wir zur Inflationsbekämpfung? Nichts, weil eben diese ganze Finanzpolitik abgegeben worden ist an die EZB. Aus der Richtung kommt ja in dem Sinne gar nichts mehr. Oder der Grenzschutz ist auch eine Aussage, das ist seit 2015 so. Das Österreich hat jetzt vor ein paar Tagen wieder verlauten lassen, dass die Grenzübertritte wie zu Zeiten und noch mehr wie 2015 waren. Und das sind noch Tatsachen, das kann ich doch nicht einfach verschweigen. Und deswegen auch diese Bezeichnung, man gehört nicht zur Partei oder vor allem auch ohne Begründung diese allgemeine Phrase rauszuhauen, jemand ist rechtsextremistisch oder menschenverachtend. Ein Punkt habe ich, was auch falsch wiedergegeben worden ist. Deutschland wäre besetzt. Es ist doch die Wahrheit, dass Deutschland mehrere US-Militärbasen im Land selber hat und dass von Sehr hier viele, aus ja. eben auch Drohnen gesteuert werden, um Menschen im Nahen Osten zu töten und das täglich. Über die Jahre schon mit mehreren tausend Toten. Haben selbst die Grünen haben das vor der Bundestagswahl ausgesprochen. Jetzt aber in der Regierung sagen sie es natürlich nicht mehr. Ja, Deswegen und ist man es ja muss nur auch die drüber, Wahrheit. klar, ja, und man muss auch sagen, es stehen in Deutschland mit die modernsten Atomsprengköpfe, die natürlich dann als strategisches Ziel sicherlich, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, was niemand hofft, dann als erstes angegriffen werden. Also wir haben eine Situation,
Wenn ich mir jetzt den Allgemeinzustand der CDU ansehe, ich hatte ja am Anfang gesagt, Friedrich Merz war Hoffnungsträger, aber was wir so von Menschen hören, die dem konservativen, dem modernen konservativen Lager zugehören, die sagen, sie sind von dem Mann total enttäuscht. Er hat sich dem linken Wok hingegeben, ob das Prien ist, ob das Daniel Günther, ob das Wüst ist in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und viele sagen, die CDU ist in dieser Form ganz schwer vorstellbar zu reformieren oder überhaupt nicht zu reformieren. Wie ist deine Meinung? Nein, es ist auch in dem Sinne nicht vereinbar mit bürgerlicher Politik. Also wenn man sich die Koalitionsverträge anguckt in NRW und so weiter, frühkindliche Bildung, das heißt ja letzten Endes, dass nicht mehr die Eltern die Kinder erziehen, sondern der Staat selbst. Und das ist mit bürgerlicher Politik einfach nicht vereinbar. Und das ist ja aber jetzt eben diese Wunschkoalition CDU mit Grünen. Sehen wir jetzt in Niedersachsen, da ist ja auch schon genannt worden, dass Bernd Altusmann gerne mit den Grünen koalieren möchte. Das passt alles nicht. Na gut, wir haben eine Partei, die bewegt sich einmal beim Bundestagswahl zwischen 14 und 15% und jetzt zwischen 18 und 20%. Sie macht aber letztlich die macht die Politik. Sie macht es in Berlin. Ich meine, von der FDP wollen wir gar nicht reden. Lindner lieber nicht regieren als falsch regieren. Jetzt regiert er falsch, da hätte er lieber nicht regieren sollen. Wenn ich mir viele CDU-Leute anhöre, was die Basis angeht, ist ja gänzlich anderer Meinung wie die Parteispitzen. Ja. Aber auch in der zweiten Reihe gibt es Leute, mit denen unterhält man sich, die sagen, ich bin ja ihrer Meinung und das würde ich ja gerne tun, aber bitte haben Sie Verständnis, ich bin in dem Ausschuss oder ich bin in dem Gremium, dass hier Postendenken einfach vor Meinung geht, dass viele sagen, ich getraue mir meine Meinung nicht zu sagen. Das ist so, die traue ich eben nicht. Ich meine, wenn man es jetzt mal auf ich würde es mal jetzt auf mich runterbrechen, ich habe mich ja auch eine Zeit lang als Bürger nicht getraut, immer offen die Meinung zu sagen, weil es dann heißt, gleich rechtsextrem oder man tritt da irgendjemanden auf die Füße oder was. Und letzten Endes hängt ja immer dann auch eine Existenz dran. Das ist ja die Angst, die Leute treibt, warum sie das nicht sagen. Ein Haus, Familie, es ist jetzt egal, ob man Politiker ist oder noch. Es müssen ja alle irgendwie aufpassen in dem Sinne, was sie sagen. Aber meine Erfahrung ist auch, diese Angst müssen sie nicht haben, weil ich habe ja jetzt auch Sinn gemacht, und ich erwarte viel mehr Unterstützung, als was da Negatives auf mich zukommt. Und ja, Mord in der CDU. Und ich denke einfach, da muss jetzt einer einen guten Schuss setzen, einen guten Anfang machen. Und ich habe jetzt damit gerade angefangen. Ich habe auch keine Funktion oder was inne, aber ich fahre von Tag 1 eben jetzt die Ellenbogen aus. Ja, das ist sicherlich etwas, was dringend notwendig ist. Denn in die Welt, die Geschichte, insbesondere Deutschlands, lehrt uns, die Menschen, die schweigen, das ist die schweigende Mehrheit, die machen sich mitschuldig. Und liebe Zuschauer, wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben gestern unsere Abrechnung bekommen für ein Mietshaus. Die hat sich erhöht von 8.000 auf 24.000 Euro Erhöhung im Jahr, den Gaspreis. Man möge sich bitte mal vorstellen. Und liebe Ordnungskräfte, Polizeibedienstete, Bundeswehr, wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben hier ein Land, das transformiert werden soll. Wir erkennen die Familie nicht mehr. Wir erkennen das gesellschaftliche Zusammenleben in dieser Form nicht mehr. Und alles, was hier letztlich propagiert wurde, das ist das Schlimme, liebe Zuschauer, ist eingetroffen. Das heißt also, wenn man gesagt hat, ihr werdet sicherlich um euren Vermögensstand gebracht und ihr werdet weniger haben oder nichts mehr haben und ihr werdet glücklich sein, das ist das eine. Und vor 2 Jahren, liebe Zuschauer, wenn verschiedene geschrieben haben, Bill Gates spielt hier eine ganz große Rolle, dann haben wir uns immer zurückhaltend gezeigt, weil wir gesagt haben, wir glauben nicht daran. Und liebe Zuschauer, was macht die Welt am Sonntag? Sie schreibt ganz deutlich über 3 Seiten, nicht die Staatsregierung, nicht die WHO, nein, die Geschicke oder das, was hier bestimmt wurde, wurde von Bill und Melinda Gates Foundation bestimmt. Das heißt also, nachzulesen in der Welt, die spielen also eine ganz große Rolle, was die Patentrechte angeht. Und da sieht man, liebe Zuschauer, das Schlimme ist, wir sind keine Fantasiebesessenen oder wir sind nicht irgendwelche hier Theoretiker, sondern leider Gottes hat sich das alles in die Wahrheit umgesetzt. Tim, du hast jetzt aufgerufen, das ist, lass mich nachschauen, das ist am 3. soll das sein, ist am 3. Oktober in Eisenach. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Du hast es mit angemeldet. Wie ist deine Beziehung so zu den Ordnungsbehörden? Bist du habt ihr gutes Einvernehmen? Auf jeden Fall. Also da muss ich wirklich sagen,
Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Sie haben auch mich da gut durchgeführt, wie man das organisiert, worauf man achten muss und so weiter. Und vor allem haben Sie sich auch gefreut, dass es auch mal die erste Demo war hier im Umkreis, die angemeldet worden ist und nicht immer so drauf los. Ich meine, da kenne ich Leute, die dann sagen, eine Revolution oder was wird gern gesagt auf der Straße, die meldet man nicht an. Da sage ich aber, die Ordnungskräfte freuen sich, wenn das angemeldet wird und dann könnte man es auch vermeiden, dass die Bundespolizei von allen Seiten anrückt, weil sie wollen halt einfach nur wissen, wie viele dann immer geplant ist. Es Und ist absolut, ja. Entschuldige ja. bitte, ich bin dir ins Wort gefallen, bitte. Alles gut, das war alles dazu. Ja, also das ist sicherlich so. Und mein Aufruf, und sicherlich spreche ich auch in deinem Namen, wir sitzen alle in einem Boot. Alle. Auf jeden Wir Fall, sitzen ja. alle in einem Boot. Ob du im Rathaus sitzt, ob du Angestellter bei einer Behörde, wir sitzen alle in einem Boot. Und euch wird falsche Sicherheit vermittelt. Wenn das heißt, das ist das dritte Hilfspaket, da kommt das vierte, das fünfte. Liebe Zuschauer, wer zahlt denn die Zeche? Es ist Dazu. wirklich, das ist nicht linke Tasche, rechte Tasche, sondern es bedeutet, der Tim gibt mir 100 Euro und ich sage, pass auf, Tim, und ich gebe dir 15 zurück, jetzt bist du zufrieden. So, wenn es überhaupt 15 sind. Und diese Taschenspielertricks werden mit uns, die werden uns angewendet. Tim, zum Schluss des Interviews, welchen Appell hast denn du an die Menschen? Denn du könntest dich ja durchaus bequemer, da bist ein junger Mensch, ich verbringe das Wochenende dort, gehe mit Freunden weg und alles. Aber du hast eine innere Berufung, die sollten sich andere junge Menschen auch mit zum Ziel machen. Welchen Appell hast du an die Menschen? Ich möchte, trauen Sie sich, die Wahrheit auszusprechen, Ihre Meinung auszusprechen. Und vor allem jetzt in diesen Zeiten, man darf auch die Regierung kritisieren, nicht wie das vornherein schon als rechts oder links abgestempelt wird. Es gibt in dieser Krise kein links oder rechts, keine Partei oder irgendwelche Gruppierung. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen einfach normal und in Sicherheit leben und am Ende des Monats dann eben auch durchkommen. So, und das ist mein Appell. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, von mir kommt noch eins, nicht links und nicht rechts. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich wäre die Frauenquote zu 100% erfolgt, wenn wir auf der einen Seite Sarah Wagenknecht hätten und auf der anderen Seite Alice Weidel. Das sind zwei, wenn man sich die Reden einmal anhört und wenn man sagt, zum Wohle des deutschen Volkes, sage ich Chapeau. Beide sind Frauen, die sehr selbstbewusst sind mit Charisma und deren Aussagen sicherlich ja, uns allen gut tun. Ich sage recht herzlichen Dank für das Interview, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer. Dankeschön. Ich bedanke mich, Peter. Danke.